Tageshoroskop am 4. November 2018. Wir haben vier Grundelemente. Feuer gibt uns Wärme. Dann haben wir die Erdeelement, das ist die Realität, ein fester Boden unter unseren Füßen, auch die Natur. Dann haben wir die Luftelement, schenkt uns Atem, vermittelt Worten, also beeinflusst die Kommunikation. Und dann haben wir die Wasserelement und das symbolisiert unseren Gefühlen, unseren Träumen und unserem Körper besteht Großteil aus Wasser. Und trinken brauchen wir auch. Also alle vier Elemente sind lebensnotwendig und auch gleichwertig. Wir brauchen die. Aber es ist nicht immer harmonisch, die Verteilung der Elemente. Auch durch die Einflüsse von Sonne, Mond und Sternen, was beeinflusst unseren Alltag, ist es unausgewogen. Und wenn wir damit bewusst beschäftigen, wenn wir damit befassen, dann erkennen wir, welches Element fehlt und das können wir ausgleichen. So finden wir mehr inneren Gleichgewicht und unterstützt uns bei Heilung, weil das ist die Harmonie. Und das, was hier im Tageshoroskopen täglich vermitteln möchte. Ich komme nicht dazu, jeden Tag diese Aufnahme zu machen, aber ich bemühe mich, dass es wirklich jeden Tag auch kommt. Die Berechnung ist die indische Astrologie, weil für mich das stimmiger ist, weil das ist präzis und übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Nach dieser indischen Berechnung befindet sich Sonne im Tierkreiszeichen Waage und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Also ich setze hier zum Luftelement. Sonne herrscht über Sonntag. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und die Tierkreiszeichen Jungfrau gehört zum Erdeelement. Ich setze zum Erdeelement. Und Mond herrscht über Montag. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Es nähert sich zum Grenzbereich und übergeht dann zum Wassermann. Also ganz nah zum Grenzen, zum Luftelement, aber immerhin noch im Erdeelement Steinbock. Mars herrscht über Dienstag. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze zum Wasserelement. Merkur herrscht über Mittwoch. Jupiter befindet sich auch in Tierkreiszeichen Skorpion. Setze ich hier zum Wasserelement. Jupiter herrscht über Donnerstag. Venus ist rückläufig und diese Rückläufigkeit kann bedeuten, dass etwas gebremst ist, aber bedeutet auch Vergangenheit. Entweder alten karmischen Erinnerungen oder jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Also ich setze hier zum Luftelement. Saturn ist immer in die Mitte, weil Saturn erdet. Setze ich Saturn in die Mitte. Und das sind die persönlichen Planeten. Uranus, Neptun und Pluto lassen wir weg.
Da Uranus, Neptun und Pluto sind die äußeren Planeten. Sie haben ganz andere Energie, ganz andere Einflüsse. Unserem Alltag begleiten Sonne, Mond und diese persönlichen Planeten. Wir haben Jupiter, Merkur im Wasser, Sonne, Venus im Luftelement und Mond und Mars im Erdeelement. Mars nähert sich zum Luftelement, Venus rückläufig nähert zum Erdeelement. Hier zwischen Mars und Venus kommt dann von den Elementen her ein Austausch, eine Annäherung und das beeinflusst die Liebepartnerschaft. Also das wirkt auch eine Entgegenkommen, ein Austausch. Luftelement zeigt mehr Leichtigkeit, aber auch Kommunikation, Erdeelement, Realität und hier kommen die Begegnungen. Wir können sehr leicht erkennen, es fehlt etwas und das ist die Feuerelement. Und wir sollen die Feuerelement in den Tag reinbringen und das ist die Begeisterung, aktiv zu sein, mit Feuer und Flamme dabei zu sein. Oder wenn uns etwas begeistert, dann sollen wir handeln, im Tat umsetzen, in Bewegung setzen und dann können wir die Elemente ausgleichen. Sonst ist es unausgewogen. Und in die Richtung zeigt auch Saturn, weil Saturn befindet sich nach diesem indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze. Und die Tierkreiszeichen Schütze ist Feuerelement und es ist Bewegung, Sport, Bewegung, aber auch Reisen. Und das, was wir im Tat einfließen können und damit schaffen wir die inneren Gleichgewicht, die inneren Harmonie, mehr auf die Feuerelement achten, die Herzenswärme, die Dankbarkeit, die Begeisterung und die Leidenschaft, außerdem die Aktivität. Und das war die Verteilung, die Elemente. Dazu noch, dass die heutige Mondhaus genau sowas vermittelt, die himmlische Feuer auf die Erde zu bringen. Aber das erzähle ich sofort, weil wir übergehen jetzt auf die zweite Teil, wo ich die Verbindungen erkläre. Jetzt sind wir bei dem zweiten Teil des Tageshoroskopes am 4. November 2018 nach indischen Astrologie. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Ich setze hier zum ersten Platz die Tierkreiszeichen Waage. Das bedeutet für die Waage Geborenen, um ihren Selbst zu kümmern, auch ihren Aussehen, ihren Auftreten, ihren Persönlichkeit und sie haben die Bedürfnis wahrgenommen werden. Der zweite Platz liegt die Tierkreiszeichen Skorpion und hier geht's um Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Aber die Energie, weil hier ist eine ständige Bewegung, geht jetzt mehr in diese Richtung. Das heißt, die verspüren, die Skorpiongeborenen, wie wichtig das ist, die Selbstdarstellung, ihre Persönlichkeit. Und bei den Waagengeborenen geht mehr im Rückzug. Der nächste Platz besetzt die Tierkreiszeichen Schütze. Und hier in diesem Platz geht um kleineren Veränderungen, eine kleine Reise, die Kontakte mit Nachbarn, Bekannten, Verwandten oder etwas Neues lernen. Das sind die wichtigen Themen für die Schützengeborenen, aber es nähert sich die neuen Themen, weil das ist ein Übergang und in die nächste Zeit immer mehr beschäftigen sich die Schützengeborenen um Werte, Wertschätzung und Finanzen. Im tiefsten Punkt des Horoskopes bei Sonnenaufgang liegt die Tierkreiszeichen Steinbock und ich setze die Tierkreiszeichen hier auf diesem Platz. Hier geht es um innere Ruhe, ein Rückzug.
das eigene Zuhause. Entweder ein Rückzug, weil sie brauchen momentan diese Ruhe und sie genießen ihren Zuhause, oder die Themen, was mit das eigene Zuhause bedeutet, wie ein Umzug oder eine neue Einrichtung oder im Haus, Wohnung etwas verändern, verschönern, verbessern. Das sind die Themen gerade bei den Steinbockgeborenen, aber auch die Fundament, die Basis, dieses Bedürfnis. Von diesem Rückzug kommen immer mehr raus und kommen zum Bewegung. Der nächste Platz sind die Kinder, entweder die eigenen Kinder oder Arbeit mit Kindern oder die eigenen Kindheit, da etwas zu bearbeiten. Aber in diesem Platz liegt auch die schöpferische Kraft und das Verspüren, die Tierkreiszeichen, Wassermann geboren. Hier ist die Energie auch in dieser Richtung immer mehr im Rückzug oder Thema, die häusliche Situation, das nähert sich. Der nächste Platz liegt die Tierkreiszeichen Fischen und das ist die Alltag. Die Alltag zu bewältigen, der Job, die Verantwortung übernehmen, aber bedeutet auch hier die Gesundheit. Und hier gilt auch, dass die Tierkreiszeichen Fische bewegen sich immer mehr in diese Richtung, zu diesem Platz, wo die Wassermann liegt, Kinder, eigenen Kindheit, die schöpferische Kraft. Der nächste Platz ist hier und da steht die Tierkreiszeichen Widder und hier handelt es sich um die Liebe-Partnerschaft. Das sind die wichtigsten Themen gerade bei den Wiedergeborenen und die nächste Zeit, und das nähert sich schon, wird die Arbeit sein. Arbeiten, die Verpflichtungen und der Gesundheitszustand. Dann kommt die Tierkreiszeichen Stier. Es ist eine Veränderung, Wandlung, kann auch bedeuten gerichtlichen Sachen, Erbschaft oder Trennung, all diesen Themen, Ämter. Ämter sind auch wichtige Themen, das in Ordnung zu bringen, und diese Themen haben gerade die Stiergeborenen. Der nächste Platz ist Reisen, Ausland, Auslandskontakte, und da ist die Tierkreiszeichen Zwillinge. Das sieht man gar nicht. So vielleicht. Da sind die Zwillinge. Und diese Reise kann Auslandskontakte sein, Erfahrungen im Ausland oder eine innere Reise, Erkenntnisse zu gewinnen. Hohe Ansehen, Anerkennung und die Berufung zu leben, das sind die wichtigsten Themen bei den Krebsgeborenen. Dann nähert sich bei den Krebsgeborenen natürlich die Reisen. Das ist die Bewegung, was als nächstes kommt. Freundschaften, Bekanntschaften, etwas zu organisieren. Das sind die Themen bei den Löwengeborenen und auch die Hoffnung, dass sie die Hoffnung nicht verlieren und überzeugt sein, etwas visualisieren, überzeugt sein, dass alles erreichbar ist. Und die Geheimnisse haben gerade die Jungfraugeborenen. Das kann bedeuten, dass sie verheimlichen etwas, haben ihre Geheimnisse oder sie erfahren die Geheimnisse oder sie suchen die Geheimnisse des Lebens. Das sind die wichtigsten Themen. Ich verändere das Bild ein bisschen. Jo. Also das sind die wichtigsten Themen gerade bei den Jungfraugeborenen. Und jetzt schauen wir an, wo befinden sich Sonne, Mond und die Planeten. Bei Sonnenaufgang ist selbstverständlich hier im Osthorizont liegt die Sonne in Tierkreiszeichen Waage, bringt auch Lebenskraft, Lebensenergie, Klarheit und Wahrheit.
Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau, also ich setze Mond zu Tierkreiszeichen Jungfrau. Es nähert sich zur Sonne, es nähert sich zum Neumond. Sonne herrscht über Sonntag, Mond herrscht über Montag. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Mars herrscht über Dienstag. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Merkur herrscht über Mittwoch. Jupiter ist auch im Skorpion. Jupiter herrscht über Donnerstag. Venus herrscht über Freitag und Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Und Saturn herrscht über Samstag und Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und dann kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun, Pluto. Uranus in Tierkreiszeichen Widder ist rückläufig. Neptun in Tierkreiszeichen Wassermann ist auch rückläufig und Pluto in Tierkreiszeichen Schütze. Und jetzt die Verbindungen. Mond hat eine schöne harmonische Verbindung zum Venus. Mond und Venus stehen in Verbindung. Die Tierkreiszeichen Jungfrau und Waage verbindet sich das. Das ist eine starke weibliche Energie, weil Mond vermittelt auch die weibliche Kraft, herrscht auch über Wasser und Wasser symbolisiert die Gefühle, das ist weibliche Energie. In Tierkreiszeichen Jungfrau, das ist die Heilung und Reinigung und Venus ist auch weiblich. Das ist die Liebesplanet, Aphrodite, die Liebesgöttin, also weibliche Energie, eine starke weibliche Kraft. Hier bei Tierkreiszeichen Waage kommt das mehr im Ausdruck, mehr kommt ins Licht. Bei Jungfrau hier in diesem Platz die Geheimnisse sehr geheimnisvoll. Starke weibliche Energie, reinigend, heilend, geheimnisvoll und klar. Die nächste Verbindung, was auch sehr wichtig ist, zwischen Sonne und Neptun. Sonne in Tierkreiszeichen Waage, Neptun im Wassermann steht in harmonischen Verbindung, weil beide Tierkreiszeichen gehören zum Luftelement. Also das ist eine Harmonie. Aber die Essenz ist anderes. Sonne ist das Licht, die Klarheit, das Sehen, die Erkenntnisse. Und bei Neptun ist das alles so undurchschaubar, wie benebelt. Neptun herrscht über Träume, Visionen, Fantasie, Vorstellung. Und oft ist es so nicht zum Greifen. Oft fehlt bei Neptun Energie die Klarheit. Und das kann etwas betrügerisch sein. Und wenn wirklich das um Betrug handelt, und bei Neptun kann das auch bedeuten, dann kommt das ins Licht. Also eine Betrügerei, ein Betrug kommt ins Licht, weil Sonne beleuchtet das und kommt die Wahrheit ins Licht. Bei rückläufiger Neptun sind das alte Themen, hat mit Vergangenheit auch etwas zu tun. Aber Neptun bedeutet nicht nur Undurchschaubarkeit oder Betrug, sondern wirklich unsere Intuition, Inspiration, bildhaft und unserem Träume, dass unserem Träume etwas Wichtiges vermitteln und das wird auf einmal klar sein, also intensive Träume haben wir auch. Also kann etwas Wunderbares bedeuten. Merkur steht in Verbindung mit Saturn, Merkur hier von Skorpion, Saturn von Schütze, zwei benachbarten Tierkreiszeichen geben immer die Unterstützung. Hier die Merkur im Skorpion, natürlich Kraft in die Sprache, auch sehr gefühlsvoll, das kommt von innen heraus, das ist die innere Kraft, das Skorpion,
Und Saturn bringt das alles in Form. Und dann kommen die Feuerelemente zu. Natürlich hier auch die Sexualenergie und hier die Leidenschaft, eine Mischung. Und es kommt in Sprache bei Handlungen. Man unterhaltet darüber. Ist auch möglich. Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Jungfrau. Diese Jungfrau Mond unterstützt die Steinbockgeborenen, auch die Stiergeborenen. Aber unterstützt auch die Skorpiongeborenen und auch die Krebsgeborenen. Und diesem Jungfrau Mond spiegelt etwas für die Fischengeborenen. Und das bedeutet, für die Fischengeborenen im inneren Gleichgewicht bleiben und auf die Gefühle achten und auch geben und nehmen. Gefühlen zeigen, aber auch Gefühlen annehmen. Unterstützt dieser Jungfrau Mond die benachbarten Tierkreiszeichen, weil das ist die Nähe, die Vertrautheit. Und diese Vertrautheit kommt bei Löwengeborenen und bei Waagegeborenen. Diese Mondenergie, was unseren Gefühlen beeinflusst, auch die Alltag beeinflusst, die kleineren Veränderungen in unserem Alltag, löst Unsicherheit aus bei Wassermanngeborenen und bei Stiergeborenen und entsteht hier eine Unruhe, innere Nervosität, Unsicherheit bei Schützegeborenen und bei Zwillingsgeborenen. Die heutige Mondhaus, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes, heißt Uttarapalkuna. Und das bedeutet Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Die Aufgabe ist etwas vollenden, nicht abwarten irgendwann, sondern jetzt handeln, vollenden. Und etwas auf den Punkt zu bringen, bedeutet auch das himmlische Feuer auf die Erde bringen. Und das bedeutet mit anderen Worten, dieser himmlische Feuer ist unsere Begeisterung, die Idee, die Begeisterung auf die Erde bringen, das heißt umsetzen in Tat, damit das Realität wird. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.